Klein, aber gemütlich, so die Besucher des Weihnachtsmarktes Visbecker Lichter an der Marienkapelle in Dürmensbauerschaft Visbeck. An zwei Tagen fanden sich wieder mehr als 2000 Besucher ein. Wer noch ein Geschenk suchte, konnte an rund 30 Ständen fündig werden und auch Ideen mit nach Hause nehmen. Die Idee ist geboren worden, wie in der Kapelle der Sonntagsgottesdienst eingestellt wurde. Daraufhin haben wir gesagt, irgendwas muss hier weiter geschehen, damit die Kapelle logischerweise irgendwo in aller Munde bleibt. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Krippenausstellung. Also unser Weihnachtsmarkt zeichnet sich dafür aus, dass wir ein familienfreundlicher Weihnachtsmarkt sind. Der Weihnachtsmarkt ist eingebettet in den Wald, der drumherum liegt, und das ergibt eine relativ malerische Kulisse. Ob Weihnachtskrippen, Dekorationen oder Textilien, zufriedene Gesichter bei den Standbetreibern. Sie freuten sich über das trockene Wetter und den guten Besuch. Wir bieten einmal Wollschals und Filzhüte aus eigener Produktion und Lavendel aus der Provence. Wir kommen schon einige Jahre hierher. Und wir freuen uns immer darauf, wenn es wieder heißt, der Visbecker Weihnachtsmarkt ist am 4. Advent. Und somit haben wir immer ein nettes, schönes Wochenende hier mit Glühwein, Unterhaltung, auch leichte, schöne Weihnachtsmusik. Wir sind immer sehr erfreut, hierher kommen zu dürfen. Die meisten Besucher kamen aus Dülmen, Seppenrade und Lüdinghausen. Viele bereits seit Jahren. Allerdings wollte der Glühwein nicht so richtig schmecken, angesichts der frühlingshaften Temperaturen. Besonderer Anziehungspunkt war die Krippenausstellung in der Marienkapelle. Ein sehr schön gelegener Weihnachtsmarkt. Es ist nicht so ein kommerzieller Weihnachtsmarkt. Es sind schöne Sachen da, handwerkliche Sachen. Eigentlich die ganze Atmosphäre hier, und besonders schön sind die Krippen in der Kirche. Was würden Sie sich denn hier noch wünschen? Das Ganze mal bei blauem Himmel und Schnee mitzuerleben. Am Sonntagabend schlossen die Stände rund um die Marienkapelle. Für Organisator Roland Markert steht fest, auch im nächsten Jahr will er wieder einen Weihnachtsmarkt am 4. Advent veranstalten.